Servus aus München und herzlich willkommen zu MTV Hotspots. Ich bin gerade auf dem Weg zu Elisabeth, die wiederum die Glückliche ist, die mit mir gleich nach Spanien fliegen darf. Aber vielleicht bin ich ja auch der Glückliche, denn wer weiß, wie gut die Frau aussieht. Ihr seht sie gleich. Aber ich erzähle euch mal kurz, worum es geht. Wir werden nach Spanien fliegen, um dort Richard Galland zu treffen. Das ist der Star der Paraglide-Szene, denn Elisabeth ist hervorragende Paragliderin, in einem Jahr über 220 Mal geflogen, sagt man richtigerweise. Und sie will aber noch was dazulernen. Dafür ist er der Richtige. Die beiden treffen in Spanien aufeinander. Er wird ihr ganz besondere Tricks beibringen, die sie lernen möchte. Und dafür machen wir diese ganze Geschichte für Elisabeth und für den Sport und natürlich für euch. Und jetzt gibt es eine kleine Vorstellung von Elisabeth. Dann bin ich gleich auch schon da. Dann lernt er sie auch noch mal persönlich kennen. Aber so ein kleines Home-Video von einer Frau, ne? Ist auch eine Paris Hilton, geht ja noch gerne. Hey, ich freue mich total für dich, dass du ausgewählt worden bist. Jetzt erzähl doch mal, wer ist der Profi, wo geht's hin? Oh, Fanny, ich weiß nicht, wer der Profi ist, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, wer mich abholt und ich weiß nicht genau, wann ich abgeholt werde. Im Prinzip ist das alles offen und ich bin ziemlich aufgeregt und gespannt. Wissen Mama und Papa eigentlich dann, was du vorhast? Ja, sie wissen, dass ich nicht da bin, aber sie wissen natürlich, sie wissen nur, dass ich fliegen gehe und dass ich ein paar Tage nicht da bin, aber genau das können sie natürlich auch nicht sagen. Ich habe ja keine Ahnung, aber im Prinzip müsste der jetzt auch jede Minute kommen. Aber muss man halt einfach so fragen, oder? Hallo! Hallo! Grüß dich! Joko! Hi, ich bin die Eli. Ah, Elisabeth! Ja! Ah, okay, super! Grüß dich! Danke, dass du im fünften Stock wohnst! Ja! Finde ich super! Das ist die Vera, meine Freundin! Was ich in München so liebe, man knutscht Frauen auf die Wange. Grüß dich! Meine Mitbewohnerin! Die knutscht noch zurück! Und der Michi, mein Bruder! Also, ich dachte gerade, du sagst deine Mitbewohnerin und ich guck deinen Bruder an, das ist ja nicht so geil! Alles gepackt! Krass! Ganz schön viel, ne? Ach, das ist ein Schirm? Ja. Ach, das ist ja krass. Der ist ja riesig. Heb mal hoch. Den kannst du tragen, das ist auch deiner. Juck, aber ich kann dir schon mal sagen, dass wir jetzt nach Spanien fliegen. Du bist sicher. Nach Spanien? Ja. Cool. Weil ich hatte keinen Bock mehr auf Deutschland. Ciao, mach was los. Jo. Ich mag meinen Job. Soll ich deine Tasche mitnehmen? Ja. Warte, ich nehme schon. Tragen kannst du aber selber. Ja, ja. So. Faszinierend, dass du noch nie in Spanien warst und du jetzt nach Malaga ist in Spanien. Richtig. Und da fliegen wir jetzt hin. Die nächsten drei Stunden werden wir im Flugzeug sitzen. Das ersparen wir euch einfach. Das wäre ein bisschen langweilig. Den nächsten Flug, den ihr sehen werdet, ist der Flug von ihr und ihrem Begleiter, dem Profi, von dem sie immer noch nicht weiß, wer es ist. Aber den wird sie gleich kennenlernen, nämlich in Spanien. Bis gleich. Hallo, guten Tag. Und Sie sind? Joko, und du bist Dirk. Ah, komm rein, komm rein. Sehr schön, das können wir nicht reinkommen hier. Ja, wie geht's? Und? Danke, danke, gut. Elisabeth. Hallo, danke dir. Die tolle Gewinnerin. Super. Unglaublich. Und darf ich dich vorstellen? Der Richard. Hey, grüß dich. Ach, der Richard. Und, alles okay? Ja, total. Boah, ich wusste überhaupt nicht, wer da ist. Krass. Ich kenn dich. Joko, halt. Joko, Richard. Und für euch jetzt eine kleine Vorstellung von Richard, denn ich kannte ihn vorher auch nicht. Und jetzt? Wir sind in die Berge. Ja? Pippi in der Hose? Ja? Noch nicht, glaube ich. Noch nicht.
So, gehen wir ganz, ganz hoch. Ja, das wäre cool. Boah, sind da viele in der Luft im Moment. Die Schar, welche Höhe sind wir hier gerade? Ungefähr? Wir? 1800. Wir? Nein, nein, die Wolke, die Thermik ist 1800. Oder? Das ist schon 500 Meter über Stadtplatte. Da habt ihr einen schönen Plätzchen ausgesucht. Komm mal ins Meer. Also bis zum Meer kannst du kommen. Ja. Unglaublich. Ja, ja. Ist das ein Problem, dass der Wind von vorne ist? Oder ist das, okay? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. Das ist viel besser, was ihr erwartet. Wie funktioniert so ein Schirm? Es gibt zwei wichtige Teile. Gibt's, das, Sitz. Das ist das Sitz, die Kurzzeug. Das ist ja geil. Das ist die Kurzzeug. Ja, kannst du einmal anziehen? Ja. Mama. Da sitzt man richtig. Also, du hast ja, nicht, du kannst, ich hab gedacht, man hängt da drin. Nein, nee, du hängst nicht, weil sonst es ist nicht sehr schön. Ah, ich weiß, was okay. du meinst. So ist nicht, es ist wirklich einfach. Es ist nur ein Sitz, wie ein großer Schokoll. Okay. Mit dem Unterschied, wir haben in Rücken ein Mussbag. Es ist ein Protektor. Okay. Das brauchst du nur, weil beim Fliegen kann nicht passieren. Kann nicht, was passiert am Start, wenn du einen Startfehler machst oder am Landung. Fallschirm? Rettungsschirm, weil jeder, es ist Pflicht und es ist gut so. Ja, also das heißt, wenn du mit deinem Schirm verkackst, kannst du den reißen und der bringt dich sicher nach Hause. Ja. So. Das heißt, Helm auf, du fliegst vor. Mhm. Wie starten wir zusammen? Wir starten zusammen, okay. Wie wir in der Luft sein, sie oder ich hintereinander und wie wir zusammen ein bisschen kreisen. Okay. Und ich will vor sie landen, weil es ist ein erster Flug, so es ist immer gut. Für, dass weil einer die, schon da ist, der sagt, weil die Landeplatz ist nicht so super einfach. Okay. Dann würde ich sagen, einen schönen ersten Flug, lass ich nochmal drücken vorher. Das könnte das letzte Mal sein, ja, aber ich hoffe ja. nicht. Ich lasse dich mal allein, weil du wirst dich wahrscheinlich konzentrieren müssen, dass es alles läuft und ich vertraue auf dich, bring dich halt nach unten. Ziemlich heftig zum Landen unten. Was glaubst du, was realistisch, wenn wir mit ihr jetzt irgendwie so ein Ziel festlegen wollen? Was kann sie machen? Ja, super für mich. Guck mal, das war der erste Flug mit Elisabeth. Und wenn du die Leute nicht kennst, du beobachten und guck. Ja. Aber super. Sie hat die Anleitung in Steilspiral gemacht, ein paar Wingover. Als sie so in die Steilspiral reinkommen, super. Ja? Ich würde ja schon gerne mal eine asymmetrische probieren. Ja, ja, das heißt, also eine normale Spirale. Wie wir alles lernen. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir ein Ziel gefunden, was Elisabeth hier vollfüllen muss und asymmetrische Spirale, was auch immer das heißt. Wir werden es jetzt lernen die nächsten Tage. Jetzt gehen wir auf ein anderes Fluggebiet am Meer, weil ich denke, du bist noch nicht am Strand gelandet. Noch nie, noch gar nie. So wie wir einen schönen Sunset-Flug machen. Cool. Belohnung, die Belohnung, ein schönes Restaurant am Strand. Typische Paella, sind viele Leute, viel Pilot. Fliegen macht hungrig. Ja, aber du wirst auch viel mehr Leute kennengelernt. Zuschauer auch, oder? Und du konzentrierst dich brutal thermisch. Bleib schon auf dem Weg mit mir. Guck mal, wo ich bin. Komm zu mir. Oh, come on, Richard. Okay. Aber warte, ich zeig dir, wenn du die Steilspirale. Jetzt die Luft ist so unruhig momentan. Komm ein bisschen mehr links. Komm zu mir, richtig zu mir. Ich komm zu dir und wir kreisen zusammen.
Das ist so ein Glück, will ich auch mal haben. Morgens liege ich noch schlafend in meinem Bett, habe keine Ahnung von nix. Und abends kannst du in Spanien am Strand springen. Das ist gigantisch dafür, dass ich denke, dass die anderen gerade Physiologie lernen müssen, muss ich sagen. Du bist geflogen wie eine junge Göttin. Ja. Aber ich finde. Ah, schau mal. Hallo! Hey! Wir warten hier auf dich. Herzlich willkommen. Schönes Wetter, schönes Raum, Thermik, gute Leute, nette Leute, das ist super Teig. Und jetzt hier am Hexenkessel. Jetzt kommt die Beiler, Abschluss. Ja, jetzt wird er warm. Das ist... Cheers, auf den. La Crème de la Crème. Wasser, Wein, Wasser. Bereit? Ja, gut. Was machen wir morgen? Ja, morgen erst die erste Nachricht, was ich gehört habe. Das Wetter vorhersage sollte... Ja, nicht so optimal wie heute. So, jetzt abwarten und gucken, was morgen für euch rein. Gehen wir runter am Strand wieder, Wettervorhersage. Ja. Und wir wissen ein bisschen mehr. Sehr schön. Aber nur morgen. Übermorgen ist wieder schön. Ja, schon gut. Guten Morgen, das zweite Morgen. Wir hatten gestern eine lange Nacht, Paella, Sangria. Und sie schläft noch, ist ein bisschen spät dran fürs Frühstück. Liebe Elisabeth, wir wollten in die Berge heute, du bist spät dran, wir sitzen da oben schon zum Frühstück. Du bist nicht zum Spaß hier, 5 Minuten, junge Frau. 5 Minuten. Bis gleich. Geht nämlich jetzt heute wieder in die Berge. Action Jackson. Und fit heute? Für den ja. Ah? Gespannt bin ich. Und sieht sehr gut aus. Ja? Ja. Ich denke, wir sind schon in guter Höhe und du kannst schon wieder weiter eine Steigspirale praktizieren. Cool. Besser. Ja, du jetzt. Ein bisschen überrascht. Ja. Wenn man Glück hat, man das. Vorhersage. Und das ist wichtig, weil das zeigt uns, wo du fliegen kannst und wo wir fliegen können und wo wir fliegen gehen. Wo das ist hier ein bisschen in Almuñeca, hier am Strand. So gibt es zwei verschiedene Wettervorhersagen. Siehst du hier, es ist die Malaga am Meer und das ist Granada, es ist schon mehr inneres Jahr Nevada-Zeit. So heute, ja. Heute ist der Tag, wo wir kennen. Ich denke, es ist der beste Tag. Ja, super. Sehr schön. Okay. Danke für das Erklären. Siehst du? Na, du musst kämpfen, kämpfen und kämpfen. Na, die Thermik ist super schwach, aber wenn du Geduld hast... In welcher Affengeschwindigkeit, wenn die diese Thermik erwischen, wird noch einmal echt hochsteigen. Also die Thermik ist die warme, aufsteigende Luft, die der Schirm braucht, um aufzusteigen. Und wenn die da wirklich reinkommen, wie die nach oben gehen. Und links, links sofort, komm links. Alle links, wing over. Alle Hände hoch und reich. Mama, wing over, es ist ein Zauber. Hände hoch jedes Mal. Und links. Richtig links mit Bremse hoch. Jawohl. Hände hoch und reicht.
Okay, okay, Elisabeth, jetzt deine Position ist perfekt, so du kannst versuchen, deine erste Steilspirale, okay? So, wenn du fühlst, guck, runter gucken, okay, jetzt ja, das geht. Oh, lass es geht sofort rein, dann bist du dran. Okay, also, jetzt ein bisschen zu viel Bremse hast du gemacht, komm raus. Gerade, okay, super. Also zu viel Bremse gegeben und wenn du noch mehr gibst und mehr Körper, bist du in Satt. Und das wollen wir nicht. Ah ne, das ist Looping. Oh, was machst du? Spielst du, Elisabeth? Hast du... Mama, und der Rest meiner Welt. Kommunikationsprobleme in der Luft? Das ist nicht so schlimm. Und da kommen sie alle. Voilà! Voilà! Dein Flug? War gut? Schön. Ja, ja, ist gut. Wir haben Überraschung, weil wir haben eine. Ja, es ist nicht so hoch, ja. Aber wir haben ein bisschen Thermik, so. Gut, interessant. Ruhig, schön. Super Blick. Aber sie hat ja auch schon. Gut, Elisabeth, schön, schön. Ganz schön sich in die Spirale reingelegt. Ja, 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 Lücke, aber lass sie. Ja, sie ist Anfangsspirale. Sie kommt rein. Anfang danach, wenn du richtig reinkommst, das geht schnell. Junge Frau? Super geil! Total. Was anderes als die österreichischen Alpen? Ja. Ja? Nee, super genial. Und das sind zu der Jahreszeit, wie wir noch richtig thermisch erwischen. Ja? Ja. Ja, er hat ja immer gesagt, von wegen, du hast sie gekriegt, wir sind leider raus. Aber ich glaube, der hat gelogen, oder? Du hast sie nicht gekriegt und die. Nein, ich. Keine Ahnung, was die jetzt machen wollten. Im Prinzip, wir haben uns ja gut hochgedreht. Wir waren ja dann über dem Startplatz im Prinzip. Das war cool. War echt cool. Aber du bist auch ganz schön krass schon mit deinen Spiralen. Ich hätte nicht gedacht, dass du da so reingehst. Einfach mal. Ja, aber das war ja das Problem, war ja das. Also das Problem, wir wollten ja dann irgendwann runter einfach und es wäre halt ewig noch auch da hinten dieses Rumdrehen einfach, weil mit umso stärker die Kurve. Happy Landing. Umso stärker du die Kurve machst, umso mehr Höhe verlierst du halt. Und deswegen versuchst du halt entweder, das habe ich oben mal gemacht, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass du die Ohren anlegst, sprich ja, die Kante vom Schirm reinkommt, genau, oder dass du eben starke Kurven machst. So. Mir hat es gut gefallen. Ja, mir auch. Ja, von hier unten sah es gut aus. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Ich fand, ich war super, aber die waren auch nicht schlecht. Ich kann da nicht mehr machen, als hier blöde Kommentare geben. Die Therapiegruppe Almunyaka, die haben heute Ausgang und die müssen gleich wieder zurück in den Knast, deswegen gönnen wir ihnen den Spaß natürlich gerne. Spanisch, salut. Salut. Ja. Morgen, wie es geht. Morgen, da ist die Finale. Was ist? Was machst du? Ja, ich will halt gerne probieren, eine Atemwiederschütze zu fliegen. Das ist halt mein Ziel. Das werde ich probieren, aber es ist halt relativ schwierig, weil da muss halt das Timing einfach richtig stimmen. Ich auch, also, Kartoffelchips drin. Lecker. Also Kartoffelchips sind der Hammer. Oh, Entschuldigung. Kartoffelchips sind der Hammer. Weißt du schon, wo wir morgen hinfahren? Oder guckst du morgen vom Wetter hin? Ja, müssen wir immer bitte anschauen. Das ist sehr abhängig vom Wind. Immer.
Ich würde sagen, wir stoßen jetzt einfach an auf deinen letzten Abend, auf all das, was du schon gelernt hast, auf dass du morgen deine asymmetrische Spirale mit Richard hinbekommst. Und ich finde es gut, dass du dabei gewesen bist und ich finde es gut, dass du dabei gewesen bist. Prost. Und auch euch zu Hause hier. Ah, es ist kein Meer rein, es ist leer, oder? Ja. Das schmeckt. Ja. Ich könnte noch schlafen. Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt, was heute ist. Du hast ja auch was zu tun den ganzen Tag. Ja, ich wollte gerade sagen. Während ich da wieder zuschaue. Ich meine, was macht ihr denn? Ja, du weißt, ich will total gerne die Asymmetrie schon mal probieren. Ja, das musst du mir halt noch mal richtig zeigen. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in die Berge. Asymmetrische Spirale ist das, was du lernen willst. Spirale kannst du schon. Und jetzt ist keine Zeit mehr für Schnacken, jetzt ist Zeit für Action. Ich würde sagen, du kannst dein Brot im Auto weiter essen. Wir gehen auch nach. Dann packen wir es. Auf in die Berge. Das bringt dir jetzt Glück. Danke. Weißt, jetzt. Ja. Jetzt geht's. Für dich echt um alles. Wisch. Das ist jetzt der Grund, warum wir nach Spanien geflogen sind. Deine, ich nenne sie mal 360-Grad-Spirale, weil asymmetrische Spirale. Ja. Schaffst du es? Hoffentlich. Ja? Ja? Du hast viel trainiert. Du hast viele gute Flüge hingelegt. Richard ist einer der besten Trainer. Auf Wenn du es jetzt Fall. Nicht schaffst, dann kannst du alleine nach Hause fliegen. Auf jeden Fall. Ich denke, dann darf ich nach Hause laufen. Dann darfst du nach Hause laufen. Ich drücke die Daumen. Viel Spaß da oben. Jo. Für deinen letzten Tag schöne Spirale zu machen und trainieren und machen, was du trainiert hast, okay? Genieß und pass auf. Oh, unglaublich! Sehr schön! Du hast auch richtig Speed drauf. Ich habe meine Dinge nur gesehen, wie du deine Super-Acht-Trudel-Maschine da machst. Aber unglaublich. Warst du, wie du dir vorgestellt hast? Ja, heftig. Cool. Ja. Super geil. Ich bin noch voll. Ich bin voll weg. Cool. Ach, das freut mich. Haben wir dich glücklich gemacht. Aber einen Flug haben wir noch für dich. Ich hoffe doch. Würdest du sagen, es lohnt sich, bei Holzball mitzumachen? Auf jeden Fall. Ja? Ja, kann dann, ich mir empfehlen. Dann hoffe ich, dass Man ich auch... Man wird überrascht in jederlei Hinsicht. Ja? Auf jeden Fall. Mit Richard, dem Gott vom Paragliden, war nicht das Schlimmste, oder? Nicht das Schlimmste, nein. Dann hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. An dieser Stelle sage ich Dankeschön. Was sagst du? Super. Bewerbt euch. Schaut euch. Die ist total durch. Die hat noch ein bisschen viel Adrenalin im Blut. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.